Kartenfalltechniken kurz und knackig. Heute gibt es die Anleitung für die Einsteckkarte. Und das Ganze mit dem Produktpaket der Produktreihe von Stampin' Up! Rockstar. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und ich zeige dir alles, was mir so einfällt mit den Produkten von Stampin' Up! Und hoffe, dass ich dir viele Ideen dabei geben kann. Was ich verwendet habe, habe ich immer verlinkt unter dem Video in der Beschreibung. Dort sind alle Materialien, die aktuell lieferbar sind. Gehst du auf den Link, klickst drauf, kommst direkt in meinen Online-Shop. Ansonsten frag mich gerne, schreib was in die Kommentare, abonniere meinen Kanal. Du findest hier in vielen Playlists unterschiedlich sortiert ganz viele Ideen mit Stampin' Up! Für Karten, Geschenke, Deko, Minibücher. So, kurz und knackig, das heißt, jetzt geht's sofort los. Die Karte sieht so aus, ist aus einem A4-Blatt die Grundform, das kannst du dir gerade vorstellen, nehme ich an. Und hier kann man was reinstecken, das ist nämlich eine Einsteckkarte für Gutscheine, Geldscheine, gute Wünsche, Sprüche, Überraschungen, je nachdem, was du möchtest. Ich habe sie schon mal gezeigt, ausführlich, wenn dir das jetzt hier viel zu hektisch ist. Da sieht sie so aus, ein grünes Dankeschön zum Einstecken mit Wünschen und Grüßen und Danke. Okay, ich habe in Glutrot zugeschnitten aus meinem A4-Blatt. Ich lege das nochmal grob hin. So kannst du dir das vorstellen. Ich habe es mittig aufgeteilt bei 10,5. Die eine Seite nochmal mittig geteilt bei 14,85 und erhalte diese zwei Felder. Und das zweite Teil habe ich noch im Kompletten. Da ist es 29,7. Also lege ich jetzt hier Falzlinien an, auch mittig bei 14,85. Und bei 7,4, da tun wir so, als wäre das glatt, sonst fehlt nämlich ein halber Millimeter, aber bei 7,4 und auf der anderen Seite auch nochmal 7,4, dann falzen wir das und schauen, dass das einigermaßen glatt ist. So, mittig gefaltet, das passt schon mal, die eine Seite rüber, auch das passt, notfalls ein bisschen drücken beim Falzen und dann die Kante nachziehen und die andere Seite rüber. Da habe ich mich vertan, hast du das gesehen? Das ist, wenn sie nicht hinguckt, weil sie nicht so gut guckt. 7,4 hat sie gesagt. Und was hat sie gemacht? 7,8. Wir können damit leben mit diesem Falz, weil den überkleben wir jetzt. Okay, jetzt haben wir das ganze Element. Nochmal so und so. So. Jetzt schaue ich, dass ich den Falz hier gut nachziehe. Genau. So passt das. Den anderen sehen wir schon fast gar nicht mehr. So sieht das Element in der Mitte aus. Jetzt lege ich mir das hier ab. An. Du kannst es ganz anders machen, aber ich finde das so ganz witzig, weil ich hier nämlich ein Karo habe. Das Raster in Zentimetern. Ecke auf dem Zentimeter. 1, 2, 3, 4. Mache hier einen Strich. Mache runterwärts. 1, 2, 3, 4. Mache einen Strich. Ziehe mir mit dem Lineal eine Verbindungslinie zwischen den beiden Teilen. Schaue nochmal, ob das auch wirklich exakt ist. Ja. Da können wir mit leben. Könntest du auch ganz anders machen. Ich möchte es so machen. Dann schneide ich hier die Ecke ab. Und dann passt das. Und habe schon mal ein klein wenig gut vorbereitet meine Karte. Werde gleich fertig kleben. Und zeige dir jetzt noch, wie ich die anderen Ecken gestalte. Schauen, dass das Designpapier passt. Jetzt habe ich zugeschnitten für innen. Eine Mattung, du kannst sie auch weglassen, aber ich finde die ganz witzig an dieser Stelle. Siehst du hier. Und die Mattung ist in Farbkarton. Mattung heißt immer, es ist nochmal ein Schattenrand. Nennen wir es mal so. 6,9 x 10 cm und das Designerpapier 6,4 x 9,5 cm. Wenn du weglässt, ist klar, dann lässt du eben weg. Klebst du aufeinander und klebst das hier rein. Ich klebe jetzt schon mal die Mittelteile rein. Wenn du Designerpapiere hast, wo ein Design drauf ist, was hoffentlich richtig rumkleben sollte. Hier steht Mixtape, das hätte ich ja mal schon richtig rum. Und du siehst, meine falsche Linie wird jetzt mal ganz locker überklebt und ist nie wieder zu sehen. Und das mache ich mit der anderen Seite auch. In der Mitte ist das klar. So, das zweite Element. Und immer dran denken, das ist jetzt kurz und knackig. Das heißt, du kannst gar nicht mitbasteln, weil ich mache es extra so kurz, dass du da ganz schnell durchkommst. Hier, das habe ich schon zugeschnitten, wie ich das gemacht habe. Das zeige ich dir natürlich gleich, wie ich da am schnellsten, für mich am effektivsten auf das Dreieck komme, was ich da abschneide.
Gemessen habe ich es ja schon auf der einen Seite und dieses setze ich jetzt hier drauf. Wenn du das genauer haben möchtest, misst ihr alle einzeln aus. Ich mache das jetzt so, dass ich das aufeinander lege. Hier drüben habe ich jetzt die Kante und schneide mal ganz sauber hier mein Dreieck ab. Kannst du auch anzeichnen, wenn du es nicht siehst. So, und meine einzelnen Teile schiebe ich jetzt einfach nur hier an die Kante direkt dran. Und für mich passt das dann so. Das erste geht hier oben ran. Dann schiebe ich das drauf und klebe es drauf. Und mit dem kleinen mache ich das auch so. Richtig rum muss es liegen. Das heißt so rum. Das sind ja die kleinen Kassetten, wer die noch kennt. Die liegen hier mitten auf dem Designerpapier. Das macht es auch so ein wenig retro. Gucken, dass wir gerade schneiden. Und dann, wie gesagt, setzen wir alle Elemente aufeinander. Das hier drauf. Und du siehst, es ist eine ganz schnelle Karte eigentlich, wenn nicht so viel zu kleben wäre. Und für das Kleben ist immer meine Empfehlung. Also ich klebe gern, bereite Kleben und sowas immer vor, wenn ich in Anführungsstrichen chille. Da setze ich mich irgendwo gechillt hin, entweder mit Musik oder mit Fernseher oder wie auch immer. Und dann setze ich Klebestreifen auf und klebe die einzelnen Elemente zusammen. So, während ich hier vor mich erzähle. Jetzt die zwei Außenfelder nochmal erzählt. Das ist ja 14,85 x 10,5. Die Mattung jetzt in Grundweiß innen, weil das zum Papier für mich passt, in 10 x 14,3. Die Auflage in Designerpapier in 9,5 x 13,8. Genauso auch für außen. Da habe ich jetzt das Schwarz genommen und dann das Designerpapier und alles zusammengeklebt. Soweit vorbereitet und jetzt wird noch das hinten identisch geklebt. Könntest du natürlich auch wieder ganz anders machen. So, ja, jetzt klebt es auf der Arbeitsfläche. Ist auch schön, ne? Alles, was rumliegt, klebt. Jetzt mein Rot. Jetzt schaue ich, dass hier meine Ränder oben und unten gleich sind, weil das wollte ich schon mal so. Das heißt so rum, heißt die Gitarre. So rum hier drauf, aber erstmal das Schwarze auf die Rückseite. Ja, wenn dir das zu dick ist und viel zu kompakt, mach das dünner, ne? Ich wollte es nur gezeigt haben. Hier ist es jetzt auch so, dass die Karte wirklich sehr kompakt und stabil ist. Also die hält echt, egal was passiert, die hält. Wenn alles kaputt geht, die Karte hält. So, die Gitarren hier außen drauf. Zum Gestalten des Ganzen hast du bestimmt selber Ideen. Es gibt das tolle Stempelset Rockstar, es gibt die Stanzformen dazu und es gibt auch ein Kreativset. Ich brauche jetzt nochmal Klebestreifen. Jetzt kommt noch was, was ich dir noch nicht gezeigt habe. Und zwar klebe ich jetzt hier meine Taschen und das ist wirklich wichtig, dass das Taschen werden und nicht, dass ich das fest anklebe, weil es ist ja eine Einsteckkarte und das heißt, dass da dann meine Tags reinpassen müssen. Und die Tags, jetzt wollen wir ja langsam fertig werden, kurz und knackig, heißt keine 10 Minuten. Die Tags sind in den Maßen bei mir 5 x 10,5 cm, also das A4-Blatt quergelegt und einen Streifen von 5 cm abgeschnitten. Und das wird der Tag zum Einschieben oben. So, die eine Seite ist fertig. Hier machen wir auch nochmal einen Probesatz, dass wir genau wissen, wie wir das da drauflegen, dass das gerade wird. Jetzt letztes Klebestreifen-Element abgezogen. So, das war die Karte Rockstar als Einsteckkarte. Ich dachte mir, in kurz und knackig kann ich euch die doch mal zeigen, weil immer, was ich Umfragen mache, Rockstar hat immer das Nachsehen, das Produktpaket, die Reihe. So. Das war's. Hier sind die Tags, wie eben schon gesagt, eine Mattung drauf, restliche Designerpapiere verschnippeln. Ja, kurz und knackig. Und die lange Anleitung kommt hier gleich im Anschluss hinten dran, falls du ausführlich basteln möchtest. Und weitere kurz und knackige Anleitungen, schau einfach auf meinen Kanal. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos.